Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu, ja, Erdbeben, zu Tyranny. So, wir waren das letzte Mal am Zackenmausschrein stehen geblieben, haben uns mit den, ist ja schon gut, mit den beiden vorgesetzten Anführern der Invasionstruppen unterhalten, die die Kakophonie angreifen wollen. So, jetzt steht uns der Steinfeldklamm und das Halbtor offen. Ein in allen Punkten gewöhnlicher Rastplatz, der die östliche Grenze des Weidensteinebenen kennzeichnete. Durch die starken Erdbeben im Steinmeer wurde das Dorf Ebentor halbiert. Die Hälfte der Gebäude fiel tief in den Abgrund. Seit dieser Zeit ist das Dorf unter dem Namen Halbtor bekannt. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall die beiden Türme erreichen. Wir können zum Halbtor. Ich will in die brennende Bibliothek. Ich will da auch das Edikt brechen und die Bibliothek für uns beanspruchen. Die ist nämlich noch rot. Und eigentlich sieht das fast so aus, als mal, ob man hier in die umkämpften Lande kommen könnte. Ja, das Klingengrab, das haben wir gesäubert. Bis auf die Trapperkreuzung, da haben wir versagt. Ja. Okay. Gucken wir mal kurz in unsere Schreiben haben wir archiviert, also können wir unsere Reputation hat sich nichts geändert. Weg frei machen. Das erste Gebiet, das für Cadis und Relix säubern muss, ist Steinfall. Dort sind die Tiermenschen des Steinpirscherstamms zu Hause. Keiner von ihnen darf am Leben bleiben. Ja, eine Verhandlung der Archonten. Wir Schmiedensoldaten haben eine Operation des Scharlachroten Kurs im Steinmeer gestört, ein Gebiet, das rechtmäßig der Watts Stimmen gehört. Ja, wenn ich das alles mal so durchgehe. Das hier war Ashs Verzweiflung wegen seiner Tochter, das erste. Also, dass er Soldaten auf den Angriff auf Wachplatz geschickt hat, obwohl das Edikt drohte. Geschmiedensoldaten wollten das standhafte Abzeichen haben, ein Artefakt, das in den Altmauern verloren ging. Sie schickten eine Zivilperson, um in ihrem Namen in die Altmauern des Klingengrabs einzudringen. Das können wir jetzt nicht direkt Ash ankreiden, was seine Soldaten teilweise tun. Es heißt nur, dass Ash manchmal nicht weiß, was sie tun. Gräfin Ashs Tochter steckte mit dem Regenten der Ungebrochenen unter einer Decke und gebar ein Kind aus dieser Beziehung. Ja, das ist wieder eher etwas Schlechtes. Für Ash, weil er nicht mal weiß, was seine Tochter macht. Beziehungsweise eigentlich konnte er nicht viel dagegen tun, weil seine Tochter war jetzt eine ganze Ewigkeit lang im Wachplatz eingesperrt. Die Streitmächte der Geschmähten waren entweder nicht qualifiziert genug oder zu wenig an der Zahl, um Dämmerwacht mit Gewalt einzunehmen. Dies zeigte, dass Ash seine Soldaten sogar in seinem Kerngebiet falsch einsetzte. Da muss ich leider widersprechen, weil Ash hat wirklich zwei Probleme. Erstens, er hat wenig Soldaten und zweitens wird er ständig vom scharlachroten Chor sabotiert. Garrick, ein eisengebundener Lehrling, suchte Wissen in den Altmauern und die Garnison hat eifrig weggesehen. Das ist jetzt wieder so eine Sache, dass Ash nicht genau weiß, was seine Soldaten tun. Genauso das hier, dass Schmiedensoldaten Zugang zu den Altmauern von Zwillingsfluss wollten und dass sie Blutkantoren ermordet haben. Und das hier, das weiß ich nicht mal, ob das nicht zur Kriegszeiten war. Also wo die beiden sich schon im Bürgerkrieg befanden. Oh, bei Nevat haben wir ein bisschen weniger als bei Ash. Wahrscheinlich, weil wir uns mehr mit Ash jetzt hier rumgeschlagen haben. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier im Steinmeer mehr Hinweise auf Nevat. Nevat Stimmen verzehrte Gräfin Ashs gefangenen Sohn während der Belagerung von Vendriens Brunnen. Ja, das haben wir direkt mitgekriegt, waren Augenzeuge.
Ne, was stimmt, schickte die Archontin Sirin los, die Seele Kavas und bezauberte sogar einen Soldaten der Geschmähten. Das Problem haben wir eigentlich selber gelöst, während der Invasion doch. Der Scharlachrote Chor half den Ungebrochenen während des Bürgerkriegs. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man nicht wegsehen kann. Und das hier auch nicht. Nerwats Stimme übermittelte während der Eroberung den Verteidigern des unwegsamen Landes Schlachtpläne der Geschmähten. Dass die von Nerwats Stimmen selber kamen, war verdammt schlimm. Also das ist nicht richtig ein Punkt, den man Nerwat ankreiden kann. Genauso wie das letzte, dass er einen Schmuggler benutzte, um der Wendrien-Wache Waffen, Eisenwaffen sogar zukommen zu lassen, die uns sogar in Bedrängnis gebracht haben dadurch. Will Gut. do. Was ich mich immer frage, in Pillars of Eternity war es ja so, wenn man ein Gebiet über einen bestimmten Winkel verlassen hat, dann hat man neue Gebiete aufgedeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch so ist. Ich glaube es aber gerade nicht. Deswegen marschieren wir einfach mal hier raus zum Halbtor, bevor wir uns um den Steinfallklamm kümmern, weil da müssen wir eh durch das Halbtor durch. Und unsere Truppe ist ja schon recht gut ausgerüstet, das habe ich ja vorher in die Wege geleitet. So, Halbtor ist sogar eine kleine Siedlung. Nur, dass hier der Chor unterwegs ist. Schau, schau, wer hätte das verdammt nochmal gedacht? Wen haben wir denn da? Den großen Schicksalswinder von Thunon. Kommt und grüßt seine Exzellenz. Hättest du gerne, dass wir uns verbeugen und wie Hunde zu deinen Füßen kriechen? Sie fährt mit ihren Fingern über eine schattige Klinge. Oder klären wir das mit ein wenig Spaß? Ich bin gerade erst gekommen und schon stellst du meine Geduld auf die Probe. Tja, scheiße, ich glaube, ich habe die wimmernde Witzfigur beleidigt. Nein, tu mir nicht weh, Schicksalsbinder, ich zittere vor Angst. Unglaublich, stolzierst hier herum, als würde die Stadt nicht bereits uns gehören. Das ist nur die Frage, was mit dir geschehen soll. Vielleicht eine Scheibe von deinem Gesicht abschneiden oder dir einen Dolch zwischen die Schultern rammen? Wenn du dich umdrehst, ich kann mich nicht entscheiden. Heute ist ein guter Tag, um die Straße mit Chorblut zu waschen. Eroberung, du wirst den Schicksalsbinder angreifen, der die Wellenzitadelle in Schutt und Asche gelegt hat? Wie überaus mutig. Lügen. Thunon hat mir seine Kräfte geschenkt. Ich kann dich in einem Augenblick zerstören. Angreifen. Ich werde dir stattdessen mit deinem Dolch das Maul stopfen. Nehmen wir mal Eroberung. Die Soldatin wird bleich und greift nach dem Heft ihres Schwert, allerdings zögert sie es zu zücken. Kleiner Scherz am Rande, was? Wir hatten nur eine harmlose Auseinandersetzung. Kein Grund, sich gleich den Tod zu wünschen. Nicht wahr? Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Nach einem Moment des Zögerns tritt sie den kompletten Rückzug an, während sie in die Luft brüllt, schnell Misere der Schicksalsbinder kommt. Sie haben den Schwanz eingezogen, sowas sehe ich gerne. Ja, wir haben neue Ausrüstung hier und hier und wir müssten eigentlich jetzt neue Forschungen in Auftrag geben. Die dann durchlaufen können. Ich kann aber schlecht einfach da reinmarschieren. Also jetzt wieder zurück zu den Türmen marschieren, oder? Will do. Ein Siedler und? Die hier baumelnden Seile dienten als letzter verzweifelter Versuch, die Häuser nach dem Einsturz noch zusammenzuhalten. Allerdings waren
Diese waren die Nachbeben zu heftig für diese Notlösung? Ja, man sieht richtig, allein schon hier, wie sie da aus kaputten Häusern und so weiter. Wie sie aus kaputten Häusern notdürftige Brücken gemacht haben. Sitze der Macht. Beseitigung des Chors. Hm? Was haben wir denn bei dir? Pass auf, wo du hintrittst, Schicksalsbinder. Vom Rande der Halbdurst fällt es ziemlich steil ins Steinmeer ab. Ich möchte nicht, dass du ausrutscht. Was kann ein Hammerhändler für dich tun? Dieser Ort wurde definitiv zerstört. Und das durch nichts Geringeres als einen Schicksalsbinder, wie du es bist. Ohne euch beleidigen zu wollen, eure Gesetzlichkeit, aber wenn ich den, der das getan hat, erwische, bekommt er etwas von mir zu hören. Die Stadt hat durch das Edikt alles verloren, ihre Häuser, ihre Leute, sogar ihren Namen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, beim Beben zuzusehen und dabei, wie es brannte. Jetzt, da die Erdrutsche in der Stadt zum Stillstand gekommen sind, müssen wir noch mit dem ein oder anderen Beben zurechtkommen. Beben, die kommen und gehen wie Sommergewitter. Die meisten geben den Geschmähten die Schuld. Die Erdhexen helfen überhaupt nicht. Wenigstens wird der scharlachrote Chor das Problem lösen. Die Einwohner von Halbtor sympathisieren mit dem Chor, stimmt das? Naja, wir mögen sie nicht, aber wir hassen sie auch nicht. Sie haben einen Plan, wie sie dem Beben Einhalt gebieten können. Zumindest behaupten sie das. Jetzt erstmal Kerngeschichte, sind die Beben es auch. Wenn das Land wieder Frieden findet, können wir wieder alles reparieren und bebauen. Ich höre, dass die Bevölkerung von Halbtor die Geschmähten für die Probleme verantwortlich macht. Du bist gekommen, um zu helfen? Diese lästigen Erdhexen beschützen Kern, obwohl es sie nichts angeht, und ich könnte dir ums Verrecken nicht sagen, warum. Vielleicht mögen sie das Beben, das er jedes Mal verursacht, wenn er rasselt und ächzt. Aber wie sollen wir hier wieder etwas aufbauen, solange der Archont lebt? Zeig mir mal, was du auf Lager hast. Ich fürchte nicht, mir ist wirklich alles ausgegangen. Das Einzige, das ich im Moment anbieten kann, ist Gerede, wenn es dich interessiert. Na gut, dann leb wohl. Gut, dann machen wir nochmal einen kurzen Abstecher. Wie lang ist es bis hierher? 2 Tage, 3 Stunden. Ja, ich würde gerne. Also eigentlich wirklich gerne diese Reisezeit hier wieder beschleunigen, aber ich wüsste nicht wie. Ich hatte nämlich das Gefühl, am Anfang, als ich mit dem Spiel begonnen habe, ging es schneller und dann haben sie es mit irgendeinem Patch verlangsamt. Was will ich übrigens bei diesem Turm? Gerastet habe ich ja eigentlich schon. Dumm die Dumm. Weil ich finde eigentlich sowohl die Forschungen als auch die Schmiedearbeiten äußerst wichtig. Und die schreiten halt nur voran, während ich Quests mache. Deswegen muss ich sie auch aktivieren. Wie steht es um deine Forschung? Es freut mich zu sagen, dass ich große Fortschritte gemacht habe. Er strahlt dich an und atmet erleichtert aus. Erlaube mir, dir zu zeigen, was ich herausgefunden habe. Pläne Herzblut. Ja, der Archont des Blutes, also ich lese mal vor. Die Weisen in deiner Bibliothek haben in alten Schriftrollen mit Aufzeichnungen über die ersten Jahre von Kyros Herrschaft Hinweise auf den ersten Assassinen des Oberherrn entdeckt. Dieser Archont, der Archont des Blutes, wurde vernichtet, als Blenmark zum Archont der Schatten aufstieg. Die Aufzeichnungen lassen darauf schließen, dass dieser Archont einen Dolch besaß, der seinen Feinden das Leben entziehen konnte. Diese uralte Waffe wurde Herzblut genannt. Deine Weisen glauben, dass man Herzblut nachbauen kann, indem man während des Schmiedens die richtigen Sigille eingraviert. So, alles nehmen.
Dann, wie steht es um die Forschung? Ich möchte was erforschen. Ja, ich könnte jetzt einfach Artefakte erforschen. Mit den Schriftrollen, die ich habe. Ich könnte eine Sigilschriftrolle erforschen. Da ich dafür ja magisches Sigil eine Schriftrolle habe, gebe ich mal diese Forschung in Auftrag. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was habe ich denn eigentlich so alles beim Turm? Rezept Azurglocke, Rezept Heiltrank. Jetzt Pläne Kopfgeldjäger. Pläne Herzblut. Rezept Wachtod, Rezept krachender Donner.